Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir Pompontiere, Bommeltiere zeigen, Häschen und was du noch so alles machen kannst, auch wenn du Spaß hast. Ein Küken findest du in meinem Kanal, auch einen Pudel und eine Kükenspielwiese und Küken in Eierschalen. Heute geht es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie einfach man mit meinen Schablonen, Upcycling, Pompons und Pompons-Tiere selber schnell und einfach machen kann. Für und mit Kindern, aber auch für dich. Und die Pompons lassen sich wirklich ganz, ganz, ganz schnell wickeln. Auch zweifarbig, wie ich es hier gezeigt habe. Und dann hoffe ich sehr, es interessiert dich. Und dann legen wir einfach mal los. Die großen Schablonen haben einen Durchmesser von 8 cm und in der Mitte hatte ich hier 3,5 cm Durchmesser. Und dann zeige ich dir jetzt mal ganz genau, wie das alles geht. So, jetzt machen wir die Bommeln zusammen oder Pompons, wie ihr es nennen wollt. Ich hatte schon mal ein Tutorial drinne. Und das hatte ich dann verglichen, selbstgemachte Pappscheiben mit gekauften Bommelsets. Aber diesmal machen wir es mal fester, dass wir es immer wieder verwenden können, dass es auch nichts kostet, die Schablonen. Und das ist einfach Verpackung. Der Boden oder der Deckel, ihr könnt auch den Deckel nehmen von einer Eisschüssel, Schachtel. Und dann nehme ich ganz gern so groß, wie meine Bommel sein soll. Einfach ein Glas, könnt ihr auch einen Zirkel nehmen. Dann brauche ich zweimal die Größe. Zwei Scheiben brauchen wir. Und da schneiden wir uns erstmal zwei Kreise aus. Das zweite könnt ihr dann aufeinander legen und das ausschneiden, dass ihr zwei gleich große Kreise habt. Meine Kreise haben jetzt einen Durchmesser von 8,5 cm. Ihr könnt da jede Größe machen, die ihr braucht. Riesengroß, klein. Das ist ganz egal. So, jetzt müssen wir noch innen drinne einen Kreis ausschneiden. Und dann guckt da, was passt am besten. Also, wenn ihr jetzt das Glas nehmen würdet mit der Unterseite, dann könntet ihr zwar viel wickeln, aber viel stehen bleiben würde auch nicht mehr. Also, wir brauchen schon etwas Kleineres. Ungefähr einen Durchmesser von der Hälfte muss es auf jeden Fall sein. Eher noch ein bisschen weniger. Bei 8,5 würde ich 3 cm machen. Aber das könnt ihr auch ausprobieren. Und dann in der Mitte nochmal einen Kreis ausschneiden. Bei mir sind es jetzt da ein Durchmesser von 3 bis 3,5 cm. So, was brauchen wir? Vielleicht habt ihr zu Hause noch Wolle. Reste eignen sich prima in den Farben, die ihr wollt. Ich habe jetzt Naturfarben, aber ihr könnt natürlich auch bunte machen. Dann habe ich hier Schablonen selber gemacht. Die sind aus Kunststoff. Das war ein Deckel von einer Eisbox. Geht super klasse. Ich habe mit denen bestimmt schon 30 Bommeln gemacht, wenn nicht mehr. Und die halten immer noch. Dann eine spitze Schere. Wenn es geht, eine kleine Häkelnadel. Geht auch ohne. Und nochmal ein, zwei Gabeln, eine Kuchengabel, eine größere, wie ihr das wollt. Und für die Ohren und die Kleinigkeiten Filz, Moosgummi oder buntes Papier. Aber zuerst kommen wir zu den Bommeln. Ich zeige jetzt erstmal im Video, wie die Schablonen gemacht werden, wie groß sie sind, wie einfach es geht und wie eine einfache Bommel erstmal mit zwei Fäden gewickelt und gespannt wird. Und danach kommen wir zu den zweifarbigen Bommeln. Und wie gesagt, erstmal Schablone und einfache Bommelpompon machen. Hier zum Ausschneiden bietet sich an, eine gute Nagelschere zu nehmen, weil die schön spitz ist, oder eine ganz spitze Bastelschere. Und dann schneiden wir bei beiden Kreisen den Innenkreis heraus. Und den Vorteil bei der Verpackung ist es halt, es ist so stabil. Ihr könnt das immer wieder benutzen. Bei Pappe, gerade beim Aufschneiden von der Bommel, von der Pompon, verzieht sich, es geht kaputt, reißt ein und das Problem habt ihr hier gar nicht. Und dann könnt ihr immer wieder das benutzen und auch bei mehreren habt ihr dann gar kein Problem, das immer wieder aufs Neue nutzen zu können. Ich habe auch bei kleinen Pompons, habe ich auch schon Unterlegscheiben genommen aus Metall, das geht auch gut.
Problem dabei ist nur, wenn man es aufschneiden muss, muss man erst mit einem scharfen Messer anritzen, weil man kann ja die Metallunterlegscheiben nicht auseinander so ein bisschen biegen. Das geht aber prima bei diesen Kunststoffscheiben aus der Verpackung. Und im Gegensatz zu den Sets, die man kaufen kann, da hatte ich ja einen Vergleich auch schon mal als Tutorial drin. Als Test sind die am aller praktisch. So, und dann haben wir unsere zwei Scheiben. So schnell ging das. Immer wieder verwertbar. Und vor allen Dingen, wenn man aufschneidet, kann man die prima biegen. Sie sind nicht scharf, können auch Kinder toll machen und die freuen sich dann, wenn es halt nicht einreißt. Die müssen nicht so vorsichtig sein wie bei Pappscheiben. So, jetzt habe ich meine Wolle. Ich nehme jetzt extra eine Weiß, damit man es am besten sieht. So, und ich bin so, ich nehme da nicht nur immer einen einzelnen Faden. Das dauert mir einfach zu lange. Ich nehme den Faden gleich doppelt und dann wird als gewickelt. Aber wie gesagt, ich nehme gleich doppelt. Das dauert sonst viel zu lange. Dann schneidet ihr euch einen doppelten Faden ab von ungefähr 1,20 Meter. Weil es nett, dass es sich dann auch verkuddelt. So. Und dann legen wir die Scheiben aufeinander. Und dann als rundherum. Oben ein bisschen so übereinander, dass der Anfang bleibt. Und dann wickeln wir als rundherum. Ihr könnt alle Farben nehmen. Ihr könnt mixen. Mannstreifen. Schwarz, Rot, Gold zum Beispiel hatte ich euch schon gezeigt. Ihr könnt multifarbene Wolle nehmen. Ihr könnt euch richtig austoben. Nur als rundherum. Und wie lange? So lange, bis ihr einfach den Faden nicht mehr durch den Mittelkreis bekommt. Das dauert, aber dadurch habt ihr auch eine tolle große Bommel. Oder eine kleine. Die Größe, die ihr wollt. So, und wenn der Faden jetzt hier fertig gewickelt ist, dann nehmt ihr euch den nächsten und wickelt und wickelt und wickelt schön übereinander. Und mehr kann das ruhig übereinander sein, weil ja der innere Kreis kleiner ist. Und das wird dann richtig schön dick. Und wenn wirklich kein Faden mehr, keine Wolle mehr durch den Mittelkreis passt, dann reicht es. Und dann zeige ich euch, wie es aufgeschnitten wird und dann auch abgebunden. Wickeln, wickeln, wickeln rundherum. Dann den nächsten Faden wieder so angesetzt, wie wir den Anfang hatten. Ruhig so ein bisschen überstehend. Das schneiden wir ja nachher dann noch ab unten vorm. Und so, jetzt heißt es erstmal lange die Wolle wickeln. So, unsere Schablone ist jetzt gut umwickelt und jetzt fange ich an und schneide sie auf. Dazu mache ich mir so eine kleine Lücke, gucke genau, wo die Scheiben übereinander sind und fange an aufzuschneiden. Ich schneide in den zwei Scheiben. Die muss ich auseinanderbiegen und genau da muss ich aufschneiden, wo die sind. Genau, wo die Scheiben sich treffen. So, und dann schneide ich rundherum auf. Wenn ich die Hälfte ungefähr habe, kann ich schon mal das Band zum Zusammenbinden einstecken. Wichtig ist, dass er in der Mitte gut festhaltet. Je weniger ihr wickelt, je größer der Zwischenraum in der Mitte noch bleibt, desto kleiner wird dann die Bommel. Also könnt ihr auch verschiedene Größen machen mit nur einer Schablone. Ich brauche jetzt eine große. Deswegen habe ich in der Mitte komplett zugewickelt. Und dann seht ihr, wie toll das geht zum Aufmachen mit dieser Kunststoffschablone. Papier wird jetzt schon wieder einreißen und die hält bombig. So, jetzt können wir schon zum Zusammenbringen. Habe ich jetzt die Wolle doppelt genommen, ist ganz wichtig, weil man wirklich richtig fest ziehen muss. Und wenn ich die nur einfach nehme, dann reißt die manchmal durch und das wollen wir ja nicht. So. Schon mal halb durch. So, jetzt halte ich gut in der Mitte wieder fest und schneide mir
in den zwei Schablonen den Rest auf. Wenn ihr nicht so eine tolle spitze Schere habt wie ich, dann vielleicht eine Nagelschere genommen. Aber nach dem ersten 1-2 cm zum Aufschneiden geht auch eine größere, aber die muss wirklich richtig scharf sein. Desto einfacher wird es. Und jetzt seht ihr, wie gut das hier klappt. Ich glaube, jetzt war ich mal kurz rausgerutscht aus dem Bild, sorry. Manche schimpfen dann gleich, das ist wirklich nicht bös gemeint. Das ist halt, ich muss ja auch gucken, dass ich hier gerade schneide. Und dann rutscht man vielleicht doch manchmal aus der Kamera. So, jetzt haben wir es gleich durch. So, jetzt ziehe ich mir den Faden nach oben. Wie gesagt, doppelt machen. So, dann verschlinge ich mir den einmal und ziehe ganz, ganz fest. Ganz, ganz fest. So, dann mache ich es nochmal nach unten. Verschlinge es nochmal. Und ziehe es wieder ganz, ganz fest. So, mache einen Knoten drauf. Und das gleiche könnte ich jetzt da nochmal machen, dass es wirklich bombig hält. So, nochmal nach oben. Und dann kann ich es an dem langen Faden, der jetzt übrig bleibt, auch noch vernähen oder anknoten. So, jetzt ziehen wir es heraus. Da wird jetzt die Pappe auch schon wieder einreißen und wenn ihr Pech habt, kaputt gehen und hier passiert nichts. Und da kommt die tolle Bommel. Bommel oder Pompon. Jeder sagt es anders. Jetzt haben wir es in der Mitte super gut verknotet. Und wie gesagt, je weniger ihr wickelt, je größer der Zwischenraum ist, desto kleiner wird sie. So. Gut. Dann nehme ich immer den Faden, wo ist der zweite? Da. Und schüttel die kräftig aus. So, und die Ansätze, die schneide ich jetzt einfach mit der Schere ab, da wo wir die Wolle immer neu angesetzt haben. Und dann könnt ihr für eure Mützen die Pompons machen, die Bommeln. Ihr könnt Küken machen, habe ich ein extra Video drin. Da benutzt aber auch bitte nicht mehr die Pappscheiben, die ich gezeigt habe. Macht das auch hier mit den Verpackungsscheiben, Grundlagen. So, und dann habt ihr eine riesen tolle Bommel fertig. So, jetzt zeige ich es noch mal ein bisschen einfacher und schneller, so eine Pompon oder Bommel. Ich nehme als erstes die weiße Wolle und möchte jetzt gar eine Bommel machen, die einen weißen Bauch hat. Auf jeden Fall eine zweite Farbe. Und dazu nehme ich den Faden sechsfach. Für Kinder ist es ein bisschen schwierig, das durchzuziehen. Wenn ihr helfen wollt, geht das auch. Ansonsten würde ich bei zwei- oder dreifach bleiben. Die Länge ist ungefähr so 1 Meter bis 1,20 Meter. Kommt darauf an, wie groß der Fleck sein soll. So. Nehme ich einfach doppelt, sechsfach, immer den Faden. So, und dann fange ich an zu wickeln. Und zwar auf einer Stelle. Das heißt ungefähr so 5 cm breit und richtig schön dick, immer wieder übereinander. Und die ganze weiße Wolle jetzt so dick übereinander, so ein richtig großer Fleck. Schön dick. Danach nehme ich die braune Wolle. Ich nehme sie jetzt auch sechsfach, dann geht das schneller. Und umwickel erstmal die freie Stelle, wo keine weiße Wolle ist, mit der braunen Wolle ganz dick. Das müsst ihr dann mehrfach machen, also 2 bis 3 Mal. Sechsfach die Wolle genommen, damit das richtig schön kräftig und fest wird. Aber es muss so viel übrig bleiben, dass ihr... So, jetzt wechsle ich auf die Braun.
Das Weiß habe ich euch vorhin schon gezeigt, also den ersten Faden einfach hängen lassen. Das schneiden wir dann später in Form. Jetzt wechsle ich auf die Braun und wickel, wie gesagt, rundherum, da wo noch keine Wolle ist. So lange, bis ich in der Mitte wirklich einen Finger durchstecken kann, weil wir müssen es ja wieder lösen. Wenn ihr zu weit gewickelt habt und ihr habt dann aufgeschnitten, bekommt es dann raus, dann muss die Schablone einfach mal durchgeschnitten werden. Die kann man dann wieder mit Tesa 5 zuschneiden, zukleben, aber ist schon besser wirklich zum Schneiden, Machen, Tun, wenn ein Finger breit nicht gewickelt ist, noch ein Restloch übrig bleibt. So, und jetzt wickeln wir das richtig schön. Und zum Schluss, wenn ihr die gleiche Höhe habt mit Braun wie die Weiß, dann einmal nochmal mit Braun drüber hingewickelt. Wenn ihr natürlich einen komplett weißen Bauch haben wollt, braucht ihr mit Braun nicht mehr drüber hinwickeln. Und jetzt habe ich gleich einmal Braun durchgewickelt und dann gehe ich wieder rückwärts, dass ich die gleiche Höhe habe wie das Weiße. So, jetzt bin ich beim Weißen und jetzt gehe ich einfach wieder rückwärts und mache es genauso dick. Und dann schneide ich mir den Faden nochmal sechsfach ein-, zweimal als Strang ab, wickel das, dann wird es aufgeschnitten und dann muss ich noch zeigen, wie das Zubinden geht, weil wir brauchen ja das Weiße vorne und wir benutzen ja den Faden, mit dem wir zubinden, um die zwei Pompons, Bommeln zu verbinden. So, das Köpfchen wird mit dieser Schablone auch gemacht. Wir nehmen nur dann halb so viel an Wolle, das heißt, wir wickeln nicht bis nur ein Finger breit, sondern zwei Finger breit etwa die Wolle hinein und dann ist die Bommel halb so groß. Und wie gesagt, jetzt erstmal auf die Höhe von dem Weißen wickeln, dass Braune bis ein Finger breit übrig bleibt. So, ich habe jetzt da fast fertig gewickelt. Man kann auch mal über das Weiße ein bisschen drüber hingehen mit einer Lage, muss man aber nicht. So, dann wieder aufschneiden, wie ich es gezeigt habe, und beim Zusammenbinden extrem darauf Acht geben, wo gebunden wird, wo der Restfaden dann ist. Ihr müsst euch das vorstellen, hier ist das Bäuchelchen, das wollen wir nach vorne sehen, also muss hier oben der Knoten sitzen, der Restfaden vom Vierknoten, damit wir die Bommeln zusammenbekommen. Darauf müsst ihr achten und zieht es richtig gut fest und dann wäre die erste Bommel Pompon fertig, wenn ihr es mit Bäuchelchen machen wollt. Oder ihr macht das einfarbig. Das ist jetzt der Bauch, das ist der Kopf mit halb so viel Garn auf der gleichen Schablone. Und ihr könnt das mit der gleichen Schablone machen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt euch auch eine zweite, kleinere machen, das liegt dann bei euch. So, und dann binde ich meins dann nach dem Aufschneiden erstmal zusammen und dann kommen wir dazu, noch ein kleines Pummelschwänzchen zu machen und wie es fertiggestellt wird. So sieht jetzt die Bommel aufgeschnitten aus. Jetzt kann man die Überstände abschneiden von den Ansätzen, von den verschiedenen Wollsträngen. So, der Faden ist oben verknotet, dass man hier den Bauch sieht. Und jetzt raus damit und den Kopf gemacht. Und was das Tolle daran ist bei den Plastikschablonen, ihr könnt da dran ziehen, wie ihr wollt. Die reißen nicht. Pappe, sicher, da hatte ich mal ein Video letztes Jahr gemacht. Da kam ich aber nur noch nicht auf die Idee. Ist auch praktisch. Die gekauften Bommelsets sind Katastrophe. Die werden total ungleichmäßig. Und so aber mit den Plastikschablonen, wie gesagt, 30 Bommeln habe ich erstmal schon damit gemacht. Und hier ist nichts kaputt. Man kann sie kneten, machen, tun, ziehen. Und dann ist es runter. Dann wird es ausgeschüttelt
Ein paar Fäden fallen halt raus, das ist aber da, das sind die Ansätze. Und dann hat man eine ganz tolle Kugel mit einem weißen Bauch. Ein bisschen zurechtschneiden die Ansätze. So, Nummer 1 fertig. Damit es jetzt ein bisschen mehr auffällt, nehme ich jetzt eine zweite braune Wolle. Das Köpfchen ein bisschen anders. Auch wieder 6-fach. Bei Kindern wäre vielleicht 2-fach ausreichend, weil das klappt mit denen noch nicht so. Und dann entweder ihr nehmt die große Schablone und wickelt die nur halb. Oder ihr macht euch noch eine kleinere Schablone mit einem Durchmesser von 6,5 cm außen und innen 2,5 cm. Aber es geht auch mit der großen. Wie, zeige ich gleich. So, wegen dem Kopf habe ich es jetzt auch gewickelt und da passen 2 Finger rein. Schneiden wir auch auf, binden zu und dann geht's weiter. So, jetzt kommen wir zum kleinen Pummelschwänzchen. Das könnt ihr mit einer Gabel machen. Geht ganz einfach. Ich nehme aber auch erst schon mal einen Faden zum Zusammenbinden und den lege ich einfach in die mittlere Rille. Kann ich dann gut festhalten an der Gabel. So, und dann wickel ich rundherum um die Gabel. So, so einen richtigen Batzen. Muss ja nicht so groß sein. Nur für so ein süßes kleines Hummelschwänzchen, aber so geht es am einfachsten und am schnellsten. Kinder lieben das total. So. Dann lasse ich den Faden hängen. Dann nehme ich zum Zubinden den Faden, den doppelten nach oben. Und binde es ganz fest zu. Richtig feste, so fest ihr könnt. So, jetzt schneide ich den ab. So, und jetzt mache ich noch mal auf der anderen Seite. Am besten geht es jetzt mit der Häkelnadel den Faden durchziehen. Geht aber auch so, dass wir es auf beiden Seiten mal zugebunden haben. Ich bin dann immer lieber ein bisschen vorsichtig, nicht dass es aufgeht. Also hinten und vorne zubinden, richtig feste. Auch dran lassen, dann abschieben und dann kann man es vorsichtig aufschneiden. Dann haben wir so eine süße kleine Mini-Pommel und damit könnte man auch Schnäuzchen machen, wenn man möchte. So ein bisschen in Form noch schneiden, ausschütteln und dann noch ein bisschen in Form schneiden, weil die Art wird ein bisschen eckiger. Aber für ein Schwänzchen passt das prima. So, und schon haben wir eins. Und jetzt fügen wir es zusammen. Erst den stehenden und dann den liegenden. Und dann mache ich jetzt gerade noch ein zweites Schwänzchen. So. So, jetzt fügen wir es zusammen. Wir haben unsere Fäden vom Zusammenbinden. Und dann ziehen wir die ganz feste zusammen und verknoten es. Das ist wirklich alles. Einmal vorne, dann drehen wir es rum und machen hinten nochmal einen Doppelknoten und dann hält das wirklich bombig. So. Auch dreifach, damit es da wirklich hält. Abschneiden. Und dann, damit das auch wirklich zu bleibt, nehme ich ganz gerne ein bisschen Kleber und verklebe den Knoten noch mal so ein bisschen. Flüssig oder Heißkleber, egal. So, und das ist die Grundform jetzt von unserem Häschen mit Bauch. So, jetzt mache ich aber auch gleich das Schwänzchen dran. Und das klebe ich ein oder knote es ein oder nähe es ein. Wenn es ein Spielzeug ist für kleine Kinder, müsst ihr es einnähen mit einer großen Nadel bis in den Mittelpunkt, weil es soll ja nicht runtergehen. Schwänzchen auch dran. So, und jetzt haben wir schon mal unseren Hasen
So. Jetzt kommen wir zum Gesicht gestalten. Dazu nehme ich am liebsten Filz. Ich habe das im ganzen Packen. Und dann habe ich Weißtöne, Brauntöne, Schwarztöne. Ich finde es am schönsten dazu. Ich häkel auch oftmals die Sachen. Aber ich wollte es heute mal ein bisschen einfacher halten. Deswegen in Filz. So. Das noch ein Fädchen machen wir weg. Als erstes schneide ich mir ein breit gezogenes Herzchen als Nase. Gibt auch zu kaufen fertige Näschen, aber ich denke, mit so einem Herzchen geht es auch. Ein bisschen nachschneiden, weil es ein bisschen geil, arg klein ist, aber ich finde es echt süß als Näschen. Ich habe auch tolle Hasen gemacht aus dem Brennholz. So eine ganze Familie mit Plüsch und Brennholz könnt ihr auch mal reinschauen. So ein bisschen unten abrunden und schon habe ich das Näschen. So. Dazu nehme ich dann am liebsten Wackelaugen. Gibt es ja in allen möglichen Formen. Wenn ihr die ein bisschen in oval nehmt, ist es eher so wie so ein Comic-Häschen. Rund, ein bisschen natürlicher. Die kommen da noch drauf. Klebe ich alles dann an mit Heißkleber. So, jetzt kommen wir zu den Ohren. Kommt drauf an, wie groß euer Häschen ist. Ich nehme mir das ganz gern im Stoffbruch, damit die gleich sind, und schneidet mir ein Rechteck, langgezogenes Rechteck, lasse übereinander liegen und schneide jetzt die Ohren heraus. So, dann habe ich das erste. Jetzt schneide ich die hier so etwa 1 cm ein, weil ich klebe die so ein bisschen übereinander. So sieht man es. Also 1 cm einschneiden und dann übereinander kleben. Dann haben die so einen schönen Hohlraum. Dann stehen die schöner. So, jetzt nehme ich aber noch Weiß dazu. Kleiner und schmäler. Und mache mir noch das Innenleben in Weiß. Jetzt habe ich gerade... Ich hätte es im Stoffbruch auch machen können, aber jetzt mache ich 2. So, kleiner und etwas schmäler und schneide sie mir dann auch zu. So, und die ein bisschen unten mehr abgerundet, weil ich die einklebe. So, dann habe ich die 2 Spitzen. Die klebe ich jetzt erst hinein. Und dann klebe es übereinander. Einfach mit Flüssig- oder Heißkleber in den Innen hineingeklebt. So. Sorry, so. Und dann klebe es übereinander noch so ein bisschen. Es so ein bisschen hohl wirkt und dann stehen die auch noch besser. Und das mache ich jetzt bei dem zweiten auch. Und dann kann ich das prima in die Fransen der Pompons richtig dolle einkleben und dann gestalte ich das Gesichtchen fertig. So, jetzt habe ich hier noch mal Paketband. Ich möchte noch ein paar Barthaare machen und das lege ich mir vierfach übereinander. So. Und dann mache ich mitten rein einen Knoten, bevor die Nase drauf kommt. Werde ich mitten rein einen Knoten festziehen. Von der Länge her müsst ihr dann gucken, das kann man ja immer noch nachschneiden. Es kommt auch darauf an, wie groß ihr euer Häschen macht. So, und dann schneide ich das auf. Dann habe ich schon mal die Barthaare. Und das ist schöner als mit Wolle. Dann kann man sich ja immer noch kürzer schneiden. So, und das klebe ich jetzt hier hinein. Und dann nur in der Mitte. Und dann kommt das Näschen dazu.
könnt ihr noch ein Mündchen machen, wenn ihr wollt. So, und dann habe ich hier nochmal ein braunes Näschen oder ein weißes. Mir gefällt jetzt doch das braune besser. Also machen wir ein braunes Näschen wie ein abgeflachtes Herzchen. Sorry, wenn ich mal kurz raus bin aus dem Bild. Aber ich muss das Material auch dabei holen. Und ich halte es jetzt lieber mal, das sieht man es besser. Dann kann man die noch ein bisschen auftrullern, die Bänder, wenn man will, oder man kann sie so fest lassen. Noch ein Bändchen um den Hals, wenn man Lust hat, wenden das süße Pümmelschwänzchen. Und dann kann man wirklich auch noch einen Mini-Mund hin machen, wenn man möchte. Wir haben ja genug Reste jetzt da von vom Filz, Moosgummi oder Papier oder irgendeinen Stoff, den ihr zu Hause habt. Und dann schneide ich noch einen kleinen süßen Mund und klebt ihn noch dazu. Dann kann man sich überlegen, ob man noch Füßchen ausschneiden möchte und die unten hinkleben. So, dann könnte man hier noch so ein Mündchen drunter kleben. Und zum Schluss könnte man noch mit dem Stift zwei Nasenlöcher so andeuten. So, jetzt habe ich noch mal ein Quadrat ausgeschnitten für die Pfoten, die hier lang gezogen sind. Ich knick's mir in der Mitte. Ihr müsst es immer anpassen an eure eigene Bommel. Und dann schneide ich mir das länglich. Vorne einfach so mal 10 angedeutet. Und nach hinten wieder schräg weg. Ein bisschen runter, ne? So, ich halte euch mal die Kamera. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, einen Screenshot machen und dann habt ihr die Vorlage. Und das klebe ich jetzt noch ein. Am besten jetzt mal ein Backpapier genommen. Wer öfters mit mir bastelt, weiß, dass ich das ganz oft mache. Und dann mache ich einfach nur hinten her. Ich lege mir die so drauf. Hinten der Kleber drauf. Ja. Mit dem Backpapier geht das super. Dann gucke ich, wie weit soll es rausgucken und setze mir es drauf. Drücke es fest und dann sitzen die Pfoten genauso, wie ich sie haben möchte. So, Ärmchen möchte ich jetzt keine machen, weil ich finde es so süßer. Wie gesagt, noch ein Band, wenn man möchte. Und dann wäre das stehende Häschen fertig. Und dann kommen wir zum liegenden. Wir binden wieder die zwei Pommeln, Pompons ganz fest zusammen. Ja. Auch nochmal auf der anderen Seite. Doppelknoten. Dann müssen wir die Bänder abschneiden. Und wie gesagt, ich verklebe es ganz gerne noch ein bisschen, weil dann hält es doch besser. Rundform liegendes Häschen. Fertig. Jetzt nehme ich das Backpapier als Unterlage. Nehme ich immer wieder. So, und lege mir das so hin. Guck, wie ist es am besten? Müsst ihr mal ein bisschen gucken, dass der Rücken mir vielleicht höher ist. So. Jetzt müssen wir genau die gleichen Ohren wieder ausschneiden wie vorhin. Können aber auch schon das Schwänzchen einkleben. Jetzt habe ich es im Braun gemacht, damit es richtig dolle auffällt. Das war so eine Multirestwolle. So, dann kommen wir zu den Ohren. Genau dasselbe wie vorhin. Müssen auch nicht unbedingt so spitz sein, können auch mal kleinere sein. Das liegt bei euch. Aber den kleinen, das sind dann eher die jungen Häschen. Und das können wir beim nächsten dann nochmal machen. So, ich nehme wieder die Vorlage. Schmäler und kleiner.
das in Weiß. Wisst ihr alles wie vorhin genau das Gleiche. Machen wir jetzt erstmal die Ohren. So, ich möchte jetzt nochmal ein abgeknicktes Öhrchen haben. Haben die manchmal auch. Und das klebe ich mir dann einfach. So, in die Mitte ein bisschen Kleber. Und dann ist es so ein bisschen abgeknickt. Lassen wir jetzt trocknen. Am besten eine Klammer und warten, bis es trocken ist. Eine Klammer, eine Wäscheklammer genommen. Und dann kleben wir es ein. Die zwei Ohren, wie es euch am besten gefällt. Dann die Barthaare, wie gezeigt. Die Augen, wie gezeigt. Das Näschen, Mund. Das ist jetzt das Nächste, was wir machen müssen. Genau wie beim anderen Häschen auch. Bei dem Häschen möchte ich jetzt vier Füßchen gern dran machen und dazu habe ich mir einen Streifen in Braun geschnitten. Der ist 10,5 cm lang, 3 cm breit. Den knicke ich mir vierfach. Da wo der Knick zusammen ist, schneide ich auf, geht dann besser ausschneiden. Dann habe ich die lange Seite, so ein kleines Rechteck. Und dann schneide ich mir die Füßchen aus, finde ein schräger. Ich mache dann auch noch mal ein Screenshot, also ein Foto, dann könnt ihr ein Screenshot machen. Habe ich vorhin auch gemacht, dann ist es einfacher. Ich schneide mir das immer so raus. Schön rund müssen die sein, weil man keine Enten batschen oder bei den Hühnern. So, so und dann hält nur die Füßchen. Und jetzt mache ich erst ein Foto und dann lege ich sie unten drunter und klebe sie an. Das geht dann wieder so. Ich lege mir die aus, rechts, links, gebe ein bisschen Kleber an, setze das Häschen drauf, vorher richte ich es nochmal aus und dann habe ich sie drauf geklebt. Also nach vorne ausgerichtet. So. Und so ein bisschen schräg auf die Seite. So. So, ich habe jetzt noch eine kleine Mini-Bummel gemacht in der Kopffarbe. Weil diesmal kleben wir es ein wie so eine kleine Schnauze. So. Darauf kommen dann die Barthaare so ein bisschen versetzt und das Näschen und die Wackelaugen oder was ihr nehmen wollt. Jetzt dumm gelaufen. So, und dann die Nase. Augen und das Schwänzchen hinten noch. Wenn das so sieht, könnte es auch ein Maulwurf werden, eine Maus, eine Katze. Aber so kann man wirklich die Tiere ganz, ganz toll und schnell machen. So, und jetzt machen wir kleine Ohren. So, ich hatte jetzt ein Foto gemacht, damit ihr eine Vorlage habt. Dann habe ich es übereinander geklebt und auch unten eingeschnitten, damit die so ein bisschen hohl wirken und dann übereinander geklebt. Und dann sucht ihr euch eine schöne Stelle und dann habt ihr ein Babyhäschen. Na, sieht doch bald aus wie ein Hamster. Aber so schnell ist es dann fertig gestaltet. Ja, auch wie eine Maus. Aber ihr habt ja das noch mit den spitzen Ohren. Und hier mache ich jetzt keine Füßchen dran. Habt ihr gesehen beim anderen Schwänzchen. Und dann haben wir auch schon drei süße Tiere fertig und ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Und so sehen jetzt unsere süßen kleinen Tiere aus, unsere Häschen. Den Pudli hatte ich euch schon mal gezeigt und auch die Videos mit den Küken im Ei oder so klein gibt es auch in meinem Kanal. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen, du konntest gut mit mir basteln, hattest viel Spaß daran.
Bis wieder mal. Ganz liebe Grüße. Tschüss.